Die Zeitachse für die MDR und IVDR sieht folgendermaßen aus. Das Ganze beginnt mit der Veröffentlichung des Amtsblatts im Mai 2017. Im Mai 2020 wurde vorangekündigt, dass die EUDAMED technisch startbereit sein sollte. Aktuell sieht es nicht danach aus, als ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann. Zum selben Zeitpunkt laufen die MDD-Zertifikate aus, das heißt, die MDR beginnt mit ihrer Gültigkeit. Alle ihre Produkte sollten nun nur noch mit einer MDR, mit einer gültigen MDR zugelassen werden. Im November 2021 ist dann das Ende der Produktregistrierung in der EUDAMED. Bedeutet das, wenn es zu einer Verspätung käme für den EUDAMED-Start, für den technischen Start, so verschiebt sich dieser Zeitraum um mindestens 18 Monate, sodass Sie auch genügend Zeit haben, auch Ihre Daten auf die EUDAMED zu übertragen. Im Mai 2022 ist dann das Ende für die Gültigkeit der IVDD, beginnt zu dem gleichen Zeitpunkt die Gültigkeit der IVDR. Ebenfalls im Mai 2024 laufen dann alle MDD-Zertifikate aus. Ein Jahr später ist dann der letzte Zeitpunkt für Produkte, die mit der MDD zugelassen worden sind, abzuverkaufen aus dem Lager. Danach dürfen Sie keine Produkte mehr mit dem MDD-Zertifikat zugelassen verkaufen. Diese Abverkaufsregelung ist auch gemäß Artikel 120 der MDR bzw. 110 der IVDR genauestens beschrieben. Wir haben rechts oben die Legende. Wir haben orange gewählt für die Deadlines für die Verpackungskennzeichnung und dann die Farbe grün für die Kennzeichnung von wiederverwendbaren Produkten. Im Mai 2021 ist dann der erste Zeitpunkt, an dem die Klasse 3 und Implantate gemäß der MDR gekennzeichnet werden müssen, und zwar auf der Verpackung. Anschließend im Mai 2023 müssen die gleiche Klasse, Klasse 3 der MDR, das Produkt gekennzeichnet werden, falls dieses ein wiederverwendbares Produkt ist. Das Datum dient dann nochmals auch als Deadline für die Kennzeichnung der MDR, allerdings diesmal die Klasse 2a und 2b und die Verpackungskennzeichnung, beziehungsweise nochmals für die IVDR der Klasse D. Also wie gesagt, nochmals der Hinweis, die orangenen Kästchen sind für die Kennzeichnung der Verpackung und die grünen für die Kennzeichnung von wiederverwendbaren Produkten. Dann ist im Prinzip die MDR Klasse 2a und 2b Produkte zu kennzeichnen, und zwar im Mai 2025. Und dann nochmals die Verpackungskennzeichnung der MDR Klasse 1, beziehungsweise nochmals oben in der Reihe IVDR Klasse B und C. Als letztes haben wir dann nochmals die Klasse 1 Produkte der MDR, bei denen das Produkt gekennzeichnet werden muss, falls dies ein wiederverwendbares Produkt sein sollte. Und zu guter Letzt nochmals die Klasse A der IVDR, die ebenfalls im Mai 2027 gekennzeichnet werden muss.